Eine Tante? Ich guck mal. Deine Mutter. Nee, keine Ahnung. Eine Mutter. Nee, ich hab niemanden. Also ich hab nur Alter, Spoleto ist weg. Ah, Kroatien. Kroatien und hier Ancona. Also Bobby, ich hab leider wirklich null. Könnten wir ein bisschen was von Ancona snacken? Grafschaft von Ostfriesland. Ist das ein gutes Bündnis? Wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an, wie viele Truppen und so, die haben das... Man muss dich jetzt reinfuchsen, so ein bisschen. Fuchsi, Fuchsi. Ja, ich führe dann mal Krieg gegen Ancona, gell? Ja. Yes. Das schaffst du. Nicht. Ja, ja, 1300 Truppen, ich hab 5000. Das ist nix. Das sollte gehen. Fraktion hat sich aufgelöst, super nice. Schwäbisch. Ja, das gibt's auch. Schwäbisch. Kostet mich ja noch mehr. Das kostet mich ja noch mehr. Ostfrankreich, mögliches Bündnis Grafschaft von Württemberg. Was haben die so? Boah, die haben halt auch nichts. Ich hätte genug Geld, diesen Krieg hier zu Ende zu führen. Also gegen den Hayo hier oben. Warte, ich muss mal schnell Pause machen. Wer ist sie? Warum ist mein Sohn mit ihr verlobt? Nein, Verlöbnis brechen. Tschüss. Ich habe einen geilen Sohn. Echt? Du hast aber halt nichts mehr übrig, Alter. Niemand. So, schau mal, was wir mit dem. Ja, dann bleibst du noch im Knaschtürmer. Bündnis macht. Wow. Nico, wenn du weitermachen kannst, sag Bescheid, gell? Ja, ich drück dann auf weiter. Marcella di Chinarza. Perfekt, hübsch und gesund. Ich könnte deine Prinzessin trotzdem heiraten. Wessen? Die zeigt es mir nämlich hier auch an. Also Nico, deine. Ja, aber haben wir dadurch ein Bündnis, ist die Frage. Also bei mir steht mögliches Bündnis Königreich von Toskana, das bist doch du. Ja gut, aber wie alt ist die? 4. Ja, wenn dir das was bringt, du kriegst halt dann die nächsten 12 Jahre keine Kinder. Also meiner ist 51. Ja, deswegen sage ich ja, ein Kind wäre nochmal nicht schlecht wahrscheinlich, oder? Ja, das ist schon richtig. Deswegen, hätte ich dir eigentlich auch gern angeboten, aber du kriegst halt dann keine Kinder. Und wenn du jetzt eine hast, die halt ausgewachsen ist, mit der kannst du halt noch Kinder kriegen. Oh, mein Enkel wurde gefangen genommen. Oh. Das ist nicht gut. Naja. Ich könnte eine heiraten, dann hätte ich ein Bündnis mit Ostfrankreich. Ich glaube. Ist ja auch nicht verkehrt. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ich glaube, die, wenn Bock haben, die machen mal richtig. Ach stimmt, die Rabatz. Königin könntest du heiraten, oder was? Welche Königin? Von Ostfranken, weil die ist gerade nicht verheiratet. Ja, genau. Krass, okay. Viel Spaß. Wie schlecht, Alter. Königin Freie Bahn. Landsieder von Ostfrankreich, ja. Krass. Ja. Gönn dir. Los geht's, ausgezeichnet. Besser geht's nicht. Das ist halt mal ein richtig fettes Bündnis, aber die kriegt so auch keine Kinder mit 44. Sofort in den Krieg gerufen. Sehr gut. Toll. Ja, gegen den Norweger. So ist richtig. Ah, den. Na toll. Hätte ich direkt auch so gemacht. Ja. Ich habe gedacht, ich habe hier Vorteile und nicht sie. Tja, so sehr kann man sich irren. Das kann man so oder so sehen, nicht? Nein. Noch ein Jahr, dann bin ich erwachsen. Dann kann ich endlich Festmähler und was auch immer machen. Und ich hätte 17.000 Leute zur Verfügung. Alter, gegen Dänemark. Ja, leck doch mich am Arsch.
Ja gut, die Dänen sind nicht stark, die haben auch mal mein Reich geteilt und dann haben die auf den Sack bekommen von mir. Weil der von meinem Sohn verhauen, weil der ständig andere Höflinge von mir verhaut. War nicht schlecht. Echt 60% plus? Nur noch ein halbes Jahr. Dann bin ich endlich soweit. Was macht denn jetzt eigentlich Wales? Wir haben ihren Krieg immer noch nicht verloren. Oh, so eine Scheiße, echt. 72%. England geht mir auch tierisch auf den Sack. Also ich muss sagen, die KI ist immer noch RIP. Ja, ne? Ja. RIP. Ja, er steht hier bei irgendeiner Stadt mit 300 Leuten, kann sie nicht erobern, weil er nicht genug Männer hat und hilft mir nicht da oben. Das ist so, ja. Dumm. Das ist echt übel, ey. Portugal, Spanien 0-0. Hm, ist okay. Was macht Deutschland? Kein Plan. Das habe ich nicht aktiviert, muss ich ehrlich gestehen. Alright. Es geht mit Venedig, die haben 1500 Leute. Die ja, könnte man auch noch auf die Schulter klopfen, ey. Ich glaube aber auch, es wird ein DLC geben, wo du Republiken spielen kannst, wie Venedig. Das wäre irgendwie geil. Ich brauche 3 Jahre auf Anspruch von Venedig. Egal, ich will Venedig haben, das wäre voll geil. Hab ich Bock drauf. Das wäre, ey. Der Typ ist geistesgestört. Der ist einfach dumm. Der hat einfach die Fähigkeit dumm. Und fehlgeleiteter Krieger. Alter, den kannst du aber richtig eine reinhauen. Ich habe jetzt gewonnen, bitte. Alter, 97. Willst du mich eigentlich verkacken, Eiern? Okay. Das ist nicht so gut, wenn ich selber Befehlshaber von der Armee bin, oder? Kommt drauf an, wenn du tapfer bist, das ist sehr schlecht, weil du hast 100%ige Chance drauf zu gehen. Wenn du nicht tapfer bist als Eigenschaft, ist es ganz okay, wenn du ein richtig geiler Befehlshaber bist. Dann bringt's. Wenn ich einen richtig geilen Befehlshaber habe, dann schicke ich ihn tatsächlich auch los. Weil der kann Schlachten jetzt entscheiden. Habe ich jetzt nicht, aber ich Kriegsführung schlecht. Dann würde ich es ja eher nicht empfehlen. Ich führe Krieg gegen Litauen. Sag mir nicht, es ist immer noch eher. Nein, nein, nein. Das ja, ist dann schon sein 20. Sohn gefühlt. Dann müsstest du ihn aber schon ordentlich weghauen wahrscheinlich, oder? Sagen wir es mal so, der Typ ist auch nicht ohne. Ja, aber ich glaube, es ist kein Vergleich zu dem letztes Mal. So, der hat den Krieg verloren. Sei es drum. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Ja, das ist mir klar, dass Westfranken gegen Korsika gewinnt. Ja, ich hab dem auch gar nicht geholfen, der armen Sau. Ja, hätte ich aber auch nicht gemacht, das ist ja lost. Ja gut, ich hätte ihn gepackt, ich hätte Westfranken weggesnaggelt. Ja, ja, gut, glaube ich dir schon, ja. Aber... Was ist eigentlich mit Kroatien? Sind die arg stark in 2001? Aber die haben halt ultra viele Verbündete. Boah. Ja, ne? Okay, boah, brutal. Also Kroatien müsstest du auch irgendwann mal schlucken. Ja, Dora. Dalmatien wäre geil, aber ich habe keinen null Anspruch drauf. Schade. Ja, ich könnte gegen das byzantinische Kaiserreich in den Krieg ziehen. Jawohl, ich bin erwachsen. Dilettantischer Verschwörer, König Caesarea ist weg und ich bin nicht mehr lustig. Und ich habe mich soeben vergrößert. Ja, nice. Zack. Lösegeld von 5 Leuten. Rein in meine Kasse. So. Yes. Jetzt kann ich endlich die ganzen Hajos hier mal. Mein Gott, die zwei mit ihrer Fraktion immer, die regen mich so auf. 64% Chance, alles klar. Jetzt war's das mit dir, mein Freund. Gib ihm. Zack. Mord, Komplott schmieden.
Jetzt! Oh, jetzt ist es soweit. Ist mich eigentlich verscheißern, dass ich keinen einzigen Agenten dazu einladen kann? Tadada! Oh, ich will endlich Litauen unter meine Fittiche bekommen. Das ist jetzt der zweite Anlauf, aber diesmal mit einem viel, viel gewitzteren Sohn. Ich habe Diplomatie 13. What the fuck, Alter? Ich bin jetzt auch König von Wales. Yes! Aber Bobby läuft. Naja. Ich würde mich so gern mit dir verbinden, Mann. Ja, das wäre echt cool. Aber ich habe halt auch... Ich habe halt auch keinen, was ich dir anbieten kann. Meine zwei... Ja, ja, das Kinder, haut bei uns gerade nicht hin. Egal, das kriegt man schon noch. Das kriegt man schon noch. Alex? Ja? Was tuschen du gerade so? Ich muss gerade hier den blöden Litauer verhauen. Okay. Ich muss ja hier gerade noch Ostfrankreich helfen. Ja. Ostfrankenreich, so. Ja. Können wir danach mal dieses blöde England snacken? Du, gerne. Die sind nicht stark. Ja, England einfach mal snacken. Ja, dass hier drüben mal Ruhe einkehrt. Ich merk schon, hier in dem Game bin ich der kleine Pupser. Ach Nico, das wird schon. Du wirst auch noch größer. Pass auf, wenn die Insel und Polen kommt. Ja. Die Insel? Ah ja, alte 13. Insel. Du bist Insel. Du bist der Harte vor der Insel, ey. Ach so, okay. Du verstehst schon, oder? Ich verstehe. Aber das ist, ich mag Herausforderungen. Eine Fraktion hat sich aufgelöst, ja, die wird auch nicht mehr erscheinen, weil ich ihn jetzt sowas von wegsnacken werde. Keine Ahnung. Ich will auch alle wegsnacken. Ich hab da kein Problem. Muss ich jetzt den Krieg hier allein führen, oder was? Was ist mit ihr? Mit wem? Na, mit meiner Frau. Die tut nix. Ja, meine Frau ist schon mal schwanger. Wäre schön, wenn meine auch schwanger wäre. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Du musst halt lernen, wie, gell? Was? Es kommt zur Katastrophe. Oh, der hat meine Tochter gefangen. Nein, das geht nicht. Übrigens, Leute, ich weiß jetzt nicht, Bobby, du bist... Ja. Auch katholisch. Unser Glaube, der ist jetzt nicht mehr der geilste, oder? Wir haben alles an Eifer verloren, was eigentlich ging. Wir sind bei 30. Ja, das ist bei katholisch immer so. Vielleicht wäre es mal eine geile Sache, wenn wir uns vielleicht irgendwie... Hm? Ich bin halt genau neben dem Papst. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Meinst du, wir brauchen eine eigene Religion? Zum Beispiel. Hm. Ja gut, aber eigene gründen, keine Chance. Warum? Noch das, nicht. Viel zu wenig. Viel zu wenig Frömmigkeit. Ja gut, ich meine... Ihr werdet Titel erben. Oh. Aber ich bin überall das, Dritter in der Rangfolge. Ja, dann kannst du es eh knicken. Schade. Ihr könnt Krieg erklären, ist klar. Ihr könnt Titel erben, ja, das haben wir gerade gehabt. Laufende Wahlen, das haben wir auch schon. Okay. So, ich bin bei 33%, hey. Oh, wie ich niemanden zu diesem Mordkomplott einladen kann, das ist so lächerlich, Leute. Gründet einen völlig neuen Großreichtitel. Mhm. Oh. Viel Spaß. Alter, ich bin Diplomatie 19, Ränkespiel 17. What the hell? Junge, was ist... Das meine ich. Wenn du dich selber formen kannst, da kommt so ein geiler Dude bei raus. Alter, was ist mit der los? Jetzt fängt die den nächsten Krieg an. Oh, ich kann dem Papst Krieg erklären. Oh.
Ja, und los. Ja, ja, klar. Und Fahrt. Er schickt den Vogelzüchter weg. Er schickt den Vogelzüchter. Bestechung. Wie viel? 56. Ab. Rein in das Komplott. Wie lang? 7 Jahre. Agent schließt sich Komplott an. Ja, jetzt sieht die Sache schon besser aus, Leute. Ich hoffe, ich kriege einen Sohn und das wird so ein Übersohn werden. Ja, wie sieht's aus? Der Papst hat 4000 Truppen, hat 1400 Gold. Das heißt, er holt sich nochmal 1500 Söldner. Geht doch. Ja. Was habe ich... Wieso kann ich mir eigentlich Krieg erklären? Hm. Meine Ansprüche. Okay, ich habe Anspruch auf die Grafschaft neben Rom. Also, los geht's. Ja, ja, klar. So, byzantinisches Kaiserreich. Yo. Genau, Westfranken, mhm, noch besser. Mensch, und wenn Savoyen nicht mit Bayern verbündet wäre, verdammt noch eins. Mein bester Offizier ist zwar gestorben, aber dadurch hat sich eine Fraktion aufgelöst. Das ist ja mal mega. Ja, kann auch Vorteile haben, gell? Bei ihm, Alter, 8000 Truppen. Also Ostfrankreich ist jetzt auch nicht so toll unterwegs. Ja, die machen nur Krieg, ne? Ich kann nur Kriege, Alter, führen gegen welche, die so fucking riesig sind. Was kannst du, Sohn? Alter, robust und stattlich, aber nicht intelligent. Schade. So, den Haio holen wir uns jetzt. Mit aller Macht. Ich werde hier keine Armee anführen. Danke, ciao. So, jetzt wird's aber scheppern, hoffentlich. Also als nächstes muss die bayerische Herzogin dran glauben. Die hat ein Bündnis mit Savoyen und das will ich haben. Du, ich hab sowieso keine Lust auf Bayern. Wir könnten uns das snacken irgendwie. Ja, so, wichtig ist nur, dass die Herzogin drauf geht. Wenn wir sie gefangen haben. Er hat das Königreich von Italien da drin. Oh, gleich wird's scheppern. Oh nein, doch nicht. Er hat Glück gehabt. Der Litauer hat echt Angst. Na ja, gut, okay, der steht ja auch gerade einfach nur so 14.000 Truppen gegenüber, aber der hat echt Angst. Der Typ ist nackt, was ist hier los? Nudist? Fragezeichen. Ja, ich kann das ja nutzen, ein Druckmittel gegen eine Frau oder was? Druckmittel gegen seine Tochter? So. Ja, ja, die sind als Religion irgendwelche Nuggetas. Sind als Religion irgendwelche Nuggetas. Das ist auch schön gesagt. Ja, ist halt so. Vasallentum anbieten. Okay. Oh, die Romagna hat sich gebildet. Wo? Ich kann ihm keinen Krieg erklären. Oh, aber ich kann vielleicht einen Anspruch erbitten. Er ist sogar Kroate. Okay. Stimmt. Papstilein, wenn ich dir ein Geschenk mache, magst du mich dann? 14 plus mehr. Mein Gott, und ich bin gierig. Ist das dumm, dass ich gierig bin? Tja. Und bei 92 Anspannung. Schiri! Cheerio! So, ich hole mir jetzt den Rest hoffentlich von Litauen langsam.
Es geht mir jetzt nämlich ein bisschen da auf den Keks, diese ganzen Schlachtereien hier. Yes, Florenz hat die Eigenschaft große Viehherde erhalten. Entwicklungszuwachs plus 20. Nice. Warum kann ich gerade keinen Krieg erklären? Wenn du musst Ansprüche haben. Wenn du keine Ansprüche auf nichts hast, dann. Du hast doch zwei Kriege. Reicht ja, das nicht? Ja, das sind ja die von der Tussi. Die geht doch mir nichts an. Du hast zwei Kriege verteidigt. Ja, aber das ist mit dem Ostfront. Ach so. Ja, ja. Okay, Kessel. Die braucht doch keiner, Nico. Du weißt das doch. Die wird das verlieren, denke ich. Ja. Im Befreiungskrieg da. Eine klare Rationalität. Nope. Och, ich will dieses Stück da endlich haben. Mensch. Stück. Ja, ich gebe mir hier gerade super Mühe mit denen. 57 nur. Meine Güte. Hä? Jadwigen will mich prügeln. Alles klar, ciao. Puh. Alter, 54 Einheiten auf einfach 6000 losgeschickt. Martin ist schon wieder größer geworden. Mit dem Typen. Wie, Kroatien ist größer geworden? Ah, nur ein bisschen. Dann fingieren wir jetzt einen kleinen Anspruch. Aber wenn das oben drin steht, in den Anliegen, dann kann, ihr könnt Krieg erklären, dann müsste ich es doch schon machen können, oder nicht? Wie mein? Wenn ich oben bei Anliegen. Ja. Ich muss halt meine Kinder enterben. Ihr könnt Kriege erklären. Mhm. Und die, was da drin stehen, da habe ich doch einen Grund, oder nicht? Das müsste dabei stehen. Ihr habt einen oder mehrere Kriegsgründe gegen Prinz bla 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 von bla bla bla. Ja, dann hast du einen Kriegsgrund. Ja, wenn du oben auf die Anliegen drauf gehst, dann steht ja dran, ihr könnt Kriege erklären. Da kannst du ja gucken, welche du erklären kannst. Genau, ja, genau. Das hat er verstanden. Ja. Und dann gehe ich da rein und gehe ich Herzogtum erobern. Und dann kann ich aber unten nicht auf Krieg erklären klicken. Bist du im Krieg schon? Halt mal deinen Mauszeiger drüber. Wo drüber? Über Krieg erklären? Ja, ja. Ihr wurdet überwältigt von der Anspannung. Da steht, verliert 12 Jahre lang 25 Meinungen von euch. Und unten drunter steht, Verbrechen rechtmäßiges Einkerkern. Aber das ist so grau. Hä? Ja, dann geht's nicht. Manche kannst du nicht einkerkern. Ja, genau. Wenn es so grau hinterlegt ist, das funktioniert bei manchen nicht. Aber dass ich dem Krieg erklären kann, muss ich den einkerkern, oder was? Nee, das hat damit nichts zu tun. Einkerkern ist einfach nur, dass du ihn in deinen Kerker reinsperrst. Genau. Außer es ist ein Herzog von dir, dann wollen die manchmal dann Krieg gegen dich, anstatt eingekerkert zu werden, aber sonst. Was steigt denn hier unten eigentlich gerade für einen Krieg, sag mal? 83. Ich kann gar keinen. Du musst Ansprüche manchmal auch fingieren. Bedeutet, du musst gucken. Ja, das habe ich jetzt angefangen bei dem einen. Schauen wir mal, ob es danach geht. Ja, genau. Das dauert und das kostet auch Geld, ne? Ja, ja, hab ich. Oh, der, wo ständig die Fraktion gegen mich gründet, hat sich soeben verabschiedet. Oh. Was denn? Ja, ich weiß auch nicht, Alter. Er war plötzlich weg. Okay, gegen mich hat sich eine Fraktion wieder aufgelöst. Wie das? Wie? Ah. Benevento wird natürlich auch italienisch. So, oha. Er wird wahrscheinlich gleich Krieg gegen Venedig führen. Ich
ich krieg einfach 15%, 30% mehr Schrecken, was mich natürlich sehr erfreut, weil, ne? Aus Gründen. Also ich sag ganz ehrlich, meine Königin langweilt mich mit ihrer Kriegerei da drüben. Ist halt echt so. Wer ist denn danach? Langweilt mich halt hart. Wenn du könntest ja gucken. Geht das? Wo sind die hier? So, da. Oh, Ansprüche fingieren auf Bologna. Okay, du bist aber sehr weit hinten in der Rangfolge, leider. Ich hätte nämlich gesagt, du versuchst alle mit irgendwelchen Morden auseinanderzukriegen, weißt du? Dass ich den Bums da drüben übernehmen kann, meinst du? Ja. Aber das Problem ist, du bist super weit hinten in der Erbreihenfolge. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du bist gar nicht mal dabei, weil du keine Kinder mit dir hast, stimmt. Ich muss jetzt noch ein bisschen Geld sparen. Und dann hole ich mir noch Söldner. Weil der wird sich Söldner kaufen, der Drecksack. Ach, Scheiße. Ach, Bobi. Wie gut ist mein Sohn? Er ist fleißig, paranoid und geduldig. Athletisch, kerngesund, Furtner, Pionier und brillanter Stratege. Der Typ hat's drauf, Alter. Ist jetzt paranoid was Gutes? Nein. Ja, aber auch, ja, so, aber auch ja. Nicht unbedingt was ganz Schlechtes. So. Dein Anspannungszuwachs ist halt plus 100, aber du hast dafür plus 3 Ränkespiel. Genau. Also es ist beides immer, ne? Du musst immer gucken, alles hat Vor- und Nachteile. Ja, okay. Grundsätzlich. Wird er jetzt geduldig oder macht Ränkespiel? Also zum Beispiel, ich bin hinterlistig. Aha. Bekomme dadurch Meinung über Charaktere mit der Eigenschaft ehrlich minus 10 Beziehung, habe aber dafür 4 Ränkespiel bekommen. Aha. Genau. Ich kann euch nur sagen, vergesst nicht, falls euer Reich sich mega teilen sollte, eure anderen Söhne außer euren Erben zu enterben. Ja. Oder den man dementsprechend haben möchte. Man kann ja auch jemand anderen auf dem Sitzplatz. Gut, mein Sohn nämlich alles. Graf Giselbert von Orbitello wechselt von Französisch zu Italienisch. Nice. Wo wollen wir das? Genau so. Meine Königin hat 85 Meinung von mir. Yo! Puh. Bam! So, Krieg erklären. Herzog Meinhard. So, und jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. Ja. Moment. Moment, ich muss kurz auf Pause rücken. Begrüßt den Hochkönig der Südbalten-Großreiches. Alter, Drecksack. Ich bin jetzt Kaiser. Also, ich kann euch halt schon alle vasalisieren, wenn ihr wollt. Alter. Ja, nee, das bringt mir hier unten leider nichts. Alex, ja? Stark. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Ich greife jetzt Savoyen an. Ich muss jetzt gerade nur gucken, dass ich mein... Ah, was ist denn mit dir? Palange. Okay, ich habe nicht genug Prestige, ich greife Savoyen doch nicht an. Ich muss gucken, dass ich gute Vasallen auf gute Posten setze. Weil jetzt kann ich nämlich Königreiche vergeben, glücklicherweise. Also muss ich nicht, aber Litauen muss ich zumindest abgeben. Gib doch mir das Königreich Litauen. Da musst du aber mein Vasall werden. Hm. Nee. Nee. Nee, der gefällt mir gar nicht, der Typ hier. Wo sind denn meine Familienmitglieder, wenn man sie denn mal braucht? Oder Bobby? Was? Du musst gucken, dass du Kaiser von Großbritannien wirst, da oben eher. Ja. Das ist mein Anliegen, ja. Von was kann ich's werden? Heiliges Römisches Reich, oder? Wenn es dann soweit ist. Ja. Italien. Du kannst fast schon Italien gründen als Kaiserreich. Nee. Doch, klar. Also, Italien ist doch dann. Italien ist doch ein Königreich, oder? Doch, doch, Alex hat recht. Echt? Ja, okay, nein, ich brauche 45 Grafschaften, ich habe halt 18, also. Ja, gleich gut. Ist ein bisschen. Dann ackern wir uns durch, oder?
Wen habe ich denn so in meiner Familie, die das übernehmen könnten? Dynastiebaum öffnen. Oh Gott. Ich habe ziemlich viele Geschwister, merke ich gerade. Herzogin. Mein Junge. Alex hat ein Gespür dafür, wann er Pause drücken muss. Oh, warum? Ich gerade dabei bin, Krieg zu erklären. Ah, sofort, sofort. Palaio. Ach, der ist loyadisch. Gegen Savoyen. Ich mach schon mal Krieg erklären. Ach so, ich muss jetzt die scheiß Jagd veranstalten, weil ich nicht genug Prestige habe. Verdammt, noch eins. Könnte ich dem Jamovit das vererben? Dann hätte ich auch ein bisschen Ruhe. Wieder mit meiner Frau. Boah, nee, der hat viel zu großes Reich. Ich habe niemanden aus meiner Dynastie, dem ich das hier schenken könnte. Das ärgert mich gerade etwas. Lomcha. Wilks. Entschuldigt gerade, ich muss mich halt gerade mal durchklicken. Hast du keinen Dynastie? Ich hab 34, du musst ja schon bestimmt viel mehr haben, oder? Ja, aber ich muss halt gucken, dass ich das jemandem Gescheiten gebe. Na gut, klar, das ist, ja. Der eine ist. Da haben sie natürlich recht, ja. Der eine hat irgendwas. Was mich eigentlich gar nicht mal interessiert. Hier ist schon wieder eine andere Dynastie. Was mir so gar nicht gefällt. Es nervt richtig hart, dass das byzantinische Kaiserreich da bei mir drüben so ist. Okay, also wenn jemand Krieg führen möchte, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Weil ich muss ein bisschen Prestige verdienen, damit ich England als Ganzes snacken kann. Der Bobby hat auch Anspannung, 1 von 3. Alter, und wieder 74. Willkommen im Club. Ich bin bei auch 174. König Hendrik. Okay. Kann es sein, dass du viel Anspannung hast, Bobby? Ja, ich muss hier England snacken. Das spannt an. Mein spannt an, weil er gierig ist und es total dumm ist. Was spannt mich denn an? Eigentlich bin ich froh, wenn ich mit meinem Sohn spielen kann bald. Müsste ich aufhören abzunehmen. So, jetzt verscherbel ich alle Kinders, die ich hier hab. Ich hab Anspannungsstufe 2 erhalten. Oh, Nico. Oi, oi, oi. Ich gehe bestimmt bald drauf. Also, ich bin bereit für Kriege. Ich höre jetzt auch auf abzunehmen. Ich will mit meinem Sohn spielen. Gehe jetzt richtig hart drauf gleich. So richtig hart. Ja, ich werde jetzt richtig hart drauf gehen. Aber vorher erklären wir noch hier Savoyen den Krieg. Abfahrt! Alter. Ja, Kinder, auf geht's. Los, ab in Krieg. Achso, ich kann dir ja nicht helfen. Wir sind ja keine. Nö, aber das krieg ich hin. Das ist kein Thema. Ja, machen wir jetzt Krieg oder was? Du, ich wäre dann da. Achso, stimmt, ja. Der Bobby wartet auf dich, gell? So, ich bin jetzt Pilger geworden. Ich müsste erstmal eigentlich mit dir, Alex, noch ein bisschen kriegen, damit ich ein bisschen Prestige noch dazu erlange, ja. Um eine Stufe aufzusteigen. Was ist das? Niederlage. Ja, von mir aus. Um dass ich dann das Königreich England komplett snacken kann. In einem. Okay. Der Bobby weiß so, Niederlage. Ach, kack drauf, Alter. Naja, was da meine. Was da deine Frau treibt, ist ja wurscht. Gell? Ja, die ist ja vogelwild unterwegs. Warum erobern wir nicht? Was bist denn du? Du, Bobby. Ja. Lad mich ein. Ich bin voll am Start. Aber ich habe gedacht, du machst jetzt hier noch ein bisschen Krieg mit irgendjemandem und ich. Soll ich? Joine und dann joinst du mir, weil ich mein Prestige-Level 1 nach oben geschraubt habe.
Okay. Ich muss nur kurz ein paar Leute hier entlassen, aber grundsätzlich hier. Entlass mal. Ich muss hier so ein paar Leute einmal mal aus dem Knast rauslassen. Jetzt habe ich mal eine doofe Frage. Gibt's nicht, aber ja. Was ist denn, wenn du jetzt, also wenn quasi Polanien, jetzt Polanien mittlerweile, ja, Krieg dem Ostfrankenreich erklärt? Dann, wenn ich es kann, dann kriege ich es halt. Kannst du das machen, obwohl das deine Frau ist? Das meine ich. Das ist meine Frage, oh, weil du bist mein Verbündeter und sie ist meine Frau. Weißt du, wie ich meine? Das wird mich jetzt interessieren. Sie ist doch safe auch mit dir verbündet. Eben. Sie mit mir? Mhm. Ja, ich habe ja jetzt Bündnis auch mit dem Ostfrankenreich, ja. Ja, aber dann kannst du es nicht angreifen. Das ist das Problem. Nee, ich will es ja nicht angreifen. Der Alex soll es ja angreifen. Ja, okay, aber dann kannst du halt nicht joinen, denke ich. Weil sie ist dein Verbündeter, ja. Und du kannst da nicht joinen. Also wenn, führt wenn, er dann auch Krieg gegen mich oder muss ich mich dann einfach raushalten? Nö, du kannst dich einfach raushalten. Sie wird dich in den Krieg rufen wahrscheinlich, aber du musst ja nicht da reingehen. Okay. Ich gucke gerade, mit wem ich mich hier anlegen kann. Nico, jetzt frage ich dich nochmal, wie alt ist deine Tochter? 9. Weil mein Enkel wäre 16, der könnte auch heiraten. Ja, das würde ja noch gehen. Haben wir dadurch ein Bündnis? Das weiß ich nicht. Ich habe bloß gerade die Meldung gekriegt, dass der heiraten kann. Das könnte man versuchen. Das könnte man versuchen. Und der so schnell, sag mal. Muss ich das tun oder machst du das? Ich bin gerade im Krieg. Ich muss hier meine Angelegenheiten kurz. Okay, ich guck mal, ob ich dich hier nochmal finde. Beziehungsweise dein Töchterlein. Bei mir passiert gerade ein bisschen was, deswegen, weil ich gerade ein Fest gestartet habe. Relevanz, Bündnis. Könnt ihr mal aufhören, vor mir wegzurennen? Bobby, du kannst aber auch zum Beispiel ein Festmahl veranstalten. Um Anspannung zu verlieren. Ja. Und um Prestige zu bekommen. Ich habe 262 Anspannung. Ich bin fast komplett voll. Nico, ich finde jetzt deine Tochter nimmer. Einfach auf mich draufklicken und meine Tochter runter. Ach so, unter mir. Ah ja, das wäre natürlich. Oder du gehst auf mich und machst Heirat arrangieren und guckst, ob das hinhaut. Ja, weil ich habe ihn. Aber dann steht trotzdem dran stehen Bündnis, oder? Das würde unten dran stehen. Kann schon sein, dass es nicht geht, weil es nur dein Enkel ist. Ach Mann, ey. Scheiße. So, ich muss ein paar Champignons einladen. Ich habe einen neuen Erzbischof. Als Hofarzt einsetzen. Oh, ich habe so einen Deppen hier als Priester. Mann, der Papst schickt mir nur dumme Leute. Ein Grund mehr, seine Religion zu wechseln. Ist doch zum Weinen, ist das. Bist du Olmütz? Ah, herzlich willkommen. Mein Vasalle. Thank you.
Ich glaube, ich falle immer krasser in das Ostfränkische Reich ein, ohne dass ich was mache, wohlgemerkt, ne? Ja gut, deine Vasallen arbeiten ja auch. Und wie? Jo, Krieg gegen Savoyen gewonnen. Wie sieht's denn aus? Du bist ein bisschen größer geworden? Ja, nach unten, nach oben. Mitte rum habe ich auch einen kleinen Snack gemacht. Sehr schön. Die Westalpen. Die Westalpen, die gehören schon langsam mir. Nico, was ist denn so mit diesem Westfrankenreich da? Kannst du die da nicht essen? Ja, klar. Ich komme. Weil der Bobby da oben, der braucht noch ein bisschen. Und der Bobby könnte gleich mitmachen. Aber das ist halt... es ist halt lächerlich, weißt du, so einen Krieg zu führen für eine Grafschaft halt, Alter, irgendwie. Ach, nur eine Grafschaft? Ja. Ah. Halt. Weil da wird sich der ganze Aufwand irgendwie nicht lohnen. Weißt du, was ich meine? Ja, und klar hätte ich da eine Grafschaft mehr, aber... Könntest du nicht ins Königreich Italien einfallen? Doch, schon, aber nur mit einer Grafschaft. Nein, einfallen. Diese das Fähigkeit. Heißt, gibt's das bei dir? Nee. Also ich bin auch kein Stamm. Vielleicht ist das, weil du ein Stamm bist. Ja, das könnte sein. Jawoll. Ich kann noch nicht wechseln. Du kannst einfach so in Sachen einfallen. Jo. Also das mit den Stämmen ist echt OP, wenn mich fragst. Ja gut, aber irgendwann seid ihr ja krasser als wir. Ja, aber ich weiß. So, mein Sohn kann heiraten. Du kriegst ein richtiges Schmackofazzi. Schmackofazzi. Was bist du? Enterbt. Ja, gut. Könnte unzüchtig sein. Nee, das wollen wir nicht. Bobby, was ist denn bei dir jetzt da oben? Ich habe jetzt gerade auf so ein kleines Fürstentum einen Anspruch fingiert. Das hat auch funktioniert. Okay. Allerdings kann ich jetzt trotzdem keinen Krieg erklären. Warum? Verstehe nicht warum. Okay. Das hat sich dann geklärt. Herzog Oha, sie ist nackig. Siehst du? Die hat eine witzige Religion anscheinend. Bestätigen. Krieg erklären. Warum geht's nicht? Ich verstehe es nicht. Kann die Bekehrung nicht verlangen. Jetzt läuft die dann nackig auf meinem Hof rum. Wie alt ist die? 19. Hallo. Ich bin's. Miss Tidilein. Ich überlege mir gerade. Mädchen, zieh dir was an. So, Leute, ich hole mir mal ein Stück Bayern, ja? Natürlich. Wie schnell das? Bobby, möchtest du mit? Moment. Okay. Was muss der Ratskanzler für Dingsbums haben? Fähigkeit Verwaltung, oder? Ja. Nee. Doch. Also diese Kiste. Verwaltung. Verwaltung. Moment, ich muss da schnell einen suchen. Ach, 13. Ich weiß nicht. Und ciao. Okay, Bobby, möchtest du kommen? Wohin? Wo muss Bayern! Ich oh, Bayern, jawohl, das snacken wir jetzt gleich. Jawohl, annehmen, zack, bumm. Du bist herzlich willkommen. Herzlich. Ich mache hier schon wieder mal.